Hey ho und willkommen zurück zum Let's Play Genshin Impact WM 21 zu 9 und wir haben so ein paar Probleme. Und zwar das erste Problem ist, wie ihr es wahrscheinlich schon erkannt habt, ist, dass hier so eine Art dunkle Kraft gerade überall aufgetaucht sind, die halt alles ein bisschen ja verändert hat, sowohl von der Atmosphäre als auch von bestimmten anderen Sachen. Und ich sehe gerade, was sind das für Symbole? Prüfungen. Weil gerade ein Event hier stattfindet. Und zwar das Straßenopferrituell der drei Welten. Es befindet sich natürlich alles in Enkanomia, nur wie gesagt, hat sich hier ein bisschen verändert. Und in der letzten Episode haben wir halt geschafft, ich glaube, das war hier einen Turm zu befreien, der diese Kraft verursacht. Es sind noch zwei weitere vor uns, und zwar hier oben und natürlich hier im Süden. Nur, ihr seht ja auch, überall steht ja Korrosionsstärke und bla bla bla. Das liegt halt daran, dass die Macht, also wir müssen so eine Kiste benutzen, sozusagen die Macht uns entzieht. Und das könnte jetzt problematisch werden, denn wir können jetzt zum Beispiel hier die Sachen nicht einsammeln, denn wir brauchen ja halt die Kiste hier. Und wie ihr lesen könnt, nicht genügend Energie dafür. Gut, deswegen bin ich erstmal gerade am gucken, wo ich mich auffüllen könnte, eventuell. Oh, wo ist das denn geflogen? Ach, da oben. Vielleicht können wir das hier irgendwo noch machen, weil überall fliegen so Viecher, die muss man fangen, die füllen halt auch auf. Es gibt auch solche Art Schneckenmuscheln, so eine Art, die dann halt einen auch ein bisschen Energie zurückgeben. Und jetzt finde ich es gerade echt blöd, dass überall hier die ganzen Dinger sind, die wir benötigen. Aber naja. Falls ihr dann schauen wollt, wie das zustande gekommen ist mit dieser ganzen Situation und so weiter, dann würde ich euch empfehlen, oben rechts auf das E-Symbol zu klicken. Oben rechts auf das E-Symbol zu klicken, denn dann kommt ihr auf die Playlist von Genshin Impact. Denn es scheint ein Ritual gewesen zu sein von Zango no Mia, die aus unerklärlichen Gründen ein anderes Resultat hatte am Ende. Und haben dementsprechend auch jemanden getroffen mit so einer Schlangenmaske, von denen es heißt, dass sie tatsächlich sogar Schlangenaugen hat, aka halb Mensch, halb Schlange. Und da gibt es scheinbar auch etwas in der Vergangenheit von Watatsumi in diesem Kontext, dass halt so halb Schlangen, halb Menschen irgendwie die Schlangenbestien irgendwie versiegelt hätten und so weiter. Und ja, auf jeden Fall storytechnisch wird es interessant. Noch nicht viel gemacht, also wie gesagt, noch nicht viel verpasst. Nur ich sehe einfach ganze Zeit nirgendwo, wo wir unsere Sachen auffüllen können. Außer die Viecher, die rumfliegen. Weil wir müssen auch wahrscheinlich gegen diese Viecher kämpfen. Aber ich möchte gerne lieber per Collecten alles kriegen. Gucken wir oben beim Turm. Beim letzten Turm in der letzten Episode war da etwas drin. Ich muss nur halt irgendwie versuchen durchzukommen. Neues Monster. Standarte. Wir hatten Bogenschützen und Lanzenkämpfer gehabt jetzt in der letzten, in der letzten Episode. Ein rätselhafter pechschwarzer Standträger. Seine Angriffe erzeugen auf Kosten von Lebenspunkte Schilder für sich selbst und für die Hülle der Finsternis in der Nähe, nachdem seine Angriffe Figuren im Schutz von Schilde getroffen haben. Also immer das gleiche mit diesem Schild und getroffen, Angriff und Schaden und so weiter. Nur die kämpfen wahrscheinlich anders. Bei Bogenschützen natürlich aus Distanz. Der Lanzenkämpfer war ja Nahkampf. Ja, ich würde es jetzt gerne nicht machen, weil die sind doch ein bisschen stärker. Oh, ich habe keine Lust, den ganzen Weg zurückzulaufen wegen den ganzen Dingern. Ich hätte vielleicht in der letzten Episode, das habe ich halt auch erwähnt, hier die Teleporter, die können wir halt nur wieder freischalten, indem wir erstens Energie investieren durch die Kiste. Und die, was wir eben gerade gesehen haben. Das da und die anderen, die so halb durchsichtig waren. Halt opfern, sage ich jetzt mal. Und die dann freischalten zu können, denn das ist jetzt nämlich alles gesperrt hier. Und ja, diesen Turm haben wir auch in der ersten Episode gesehen, natürlich an einer anderen Stelle. Nur, genau, das kann ich euch hier auch mal zeigen, falls ihr die letzten beiden Folgen verpasst haben solltet. Wir benötigen bestimmte Materialien, Hüllen, Edelsteine, haben wir von hier Gegner bekommen. Den anderen, das müsste dann die anderen Sachen sein, hoffentlich. Zack. Genau, das hier. Die Schoten. Ja, wie gesagt, hier liegen halt Schoten rum, nur. Man kann sie nicht aufheben ohne Energie.
Und ja, beim letzten Mal beim Turmwald hier auch so zwei von diesen Schnecken gewesen, wo man halt nicht unbedingt hier rumfliegen muss und die Dinger fangen muss. Scheinbar werden wir diesmal keinen Erfolg haben. Das heißt, um dieses Rätsel lösen zu können, müssen wir zwangsläufig vorher einen Teleporter aktivieren. Möglicherweise sogar zwei. Oh. Genau, weil wir haben, um hier diesen Ort zu erreichen, sehr viel Energie verbraucht, sage ich jetzt mal. Und das schaffen wir halt nicht. Wenn wir hier ankommen ohne Energie, dann das geht halt nicht auf. Also, es sieht auch stark danach aus. Hier ist ja auch nichts. Okay, also ist das Rätsel so aufgebaut. Nun gut. Das ist auf jeden Fall nicht schwer. Auf jeden Fall das Star Trek-Symbol ist wieder da, wenn man so will. Aber das ist jetzt nicht das Problem, was wir lösen müssen. Okay, also, um das zu schaffen, werde ich jetzt Folgendes tun. Ich werde hier zu der Statue der Boten gehen. Denn nur dort können wir als unsere Box halt auf jeden Fall direkt voll auffüllen. Das kann ich euch nochmal zeigen. Kack. Genau, zu mir war halt diese Schreinungfer mit dieser Schlangenmaske. Ach, wir haben Siegel gefunden in der letzten Episode. Das bringt auf jeden Fall mehr, wie Energielimit zum Beispiel oder Korrosionsschutz wird erhöht, weil von der Korrosion wird halt abhängig sein, wie viel Energie wir pro Sekunde verlieren. Das hilft uns auf jeden Fall schon mal ein bisschen. Gut, müssen wir erstmal die Stufe erreichen. 2 von 15. Okay. Also da muss ich extra drücken. Erholungspause. Ah, wobei. Der hat gerade aufgefüllt, so wie es aussieht. Ja, 300 ist Limit. Okay, diese Richtung müssen wir nicht. Das ist was anderes, genau. Wir müssen hier in diesem Bereich. Da hatte ich auch in der letzten Episode, glaube ich, so ein Ringding gefunden. Dieses, das hier, dieses Wusch-Ding. Das Blöde ist, wir kriegen hier die Pflanzen nicht. Sondern erst, wenn wir in diesem Bereich sind. Ach, genau. Das ist das, was ich meine. Hier, diese Steine, die sehen so ein bisschen aus wie Schnecken. Oder halt diese Schneckenbehausung. Und die geben halt ein bisschen Energie zurück. Gott, gibt es hier doch noch etwas pflanzentechnisch? Schoten, wie auch immer. Ne, okay. More speed. Oder da oben? Weil man kann das halt easy peasy erreichen, nur bis wir da sind, ist erstens unsere Ausdauer fast komplett weg. Und sobald wir den Bereich betreten, kriegen wir schon Korrosionsschaden hier für die Box, also verlieren Energie. Das heißt, wir sind automatisch eh im Zeitdruck. Ich würde hier oben noch gerne mal gucken. Wobei ich kann sein, dass ich hier beim letzten Mal da war. Oder bin ich da hingejumpt direkt? Ja. Erstmal gucken. Zack. Okay. Hier ist leider kein Ding. Ja, da oben vielleicht noch. Ich weiß, da ist halt eins. Ich muss meine Route gut planen. Wenn ich dahin jumpe, komme ich ungefähr hier in diesem Bereich an. Diesen Teleporter müssen wir auf jeden Fall ready kriegen, denn dann können wir einfach sofort dorthin teleportieren, verlieren nicht so viel Energie durch diese Strecke. Und von dort aus müssten wir weiter uns vorkämpfen, damit wir hier hinkommen und das gleiche nochmal. Also, das wird lustig. Ich glaube, hier sehe ich was oder sind das diese Pflanzen hier? Ich glaube, ich bin. Ja, genau. Ich glaube, ich bin in der letzten Episode zu tief gewesen. Ach, genau. Wieder so ein fliegendes Ding. Jetzt kriegen wir natürlich wieder Korrosion. Also diesen Korrosionsschaden, dass das die Energie runterdrückt. Ich sollte aber vielleicht mal den hier markieren. Ja. Jetzt sehe ich das aber wieder nicht. Ja, ernsthaft, wo ist das?
Hier ist so ein fliegendes Elektroding. Da unten ist diese Blase. Ah, hier ist schon mal das Ding. Muss halt auf die Ausdauer aufpassen. Okay, wir haben 50 verloren. Ach, hier gibt es überall diese Figuren. Naja, machen wir das später. Das ist gerade wichtiger. Wir sollten die Zeit nutzen. Ich werde das mal hier aufladen. Zack. 269. Die laden halt auch ein bisschen auf. Nur die muss man halt catchen. Okay, hier ist noch was. So. Ist zu hoch. Geht zur Statue zurück. Okay. Hier die Schoten, die spawnen halt nur, wenn man in Nähe steht, plus Energie besitzt. Wir brauchen halt aber ein bisschen mehr. Also. Ja, ne, doch nicht. Okay. Da oben ist die Sphäre, wo wir dann später hinkommen. Ah, hier kann ich mich aufladen. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Hier befindet sich leider nichts. Ja, ein bisschen zu tief. Gibt es wieder Energie. Einfach immer nehmen, wenn wir gerade ein bisschen Kapazität haben, weil die bringen halt wie gesagt nicht so viel. Genau, die wollte ich halt avoiden. Auf jeden Fall vermeiden. Das heißt, wir laufen schon mal in die richtige Richtung, um zum Portal zu kommen. Nur lasst mich mal schauen, wie viel haben wir denn von Dings übrig. Wo war das? War das hier? 17, 6, 2. 17 Jahre reicht definitiv. 6 weiß ich nicht. Könnte 8 gewesen sein. Und das hier, ich glaube, das brauchen wir für was anderem. Halt für die Türme. Also nur für die Türme. Nur für die Türme, meine ich. Also. Oh, ey. So. Und jetzt weiter pflanzen. Ah, hier geht es gar nicht weiter. Das können wir nicht nehmen. Das können wir nehmen. Hier sind wieder. Das hier. Ich finde die Idee damit aber ehrlich gesagt cool. Also, das sind so Sachen, die können sie gern dauerhaft drin lassen, aber ja. Das habe ich glaube ich schon in der letzten Episode gesagt. Alle hopp. Vor allem, selbst wenn wir die Materialien haben, müssten wir. Oh, auf der Karte sind ganz viele Punkte. Selbst wenn wir die Materialien haben, müssen wir das Portal sozusagen für einen kurzen Augenblick entsperren. Weil das ist ja auch von diesen hier, diese Aura sozusagen gefangen. Und das heißt ja, wir keine Energie haben, können wir das halt sowieso vergessen. Zack. Ah, ich würde gerne noch in diese Richtung laufen und mal schauen. Ja, 195 haben wir nur noch übrig. Die gehen auf jeden Fall schnell runter. Gut, das, was auf der Karte markiert ist, die Schätzen und so weiter, das kann man immer noch machen. So ist es nicht. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt für dieses Event relevant ist oder allgemein von Enkanomia. Verfolgen wir das mal. Ah. Ach, hier sind wieder ein paar Schoten. Zack. Ja, ja, ja. Willst du hin? Ach, genau, habe ich schon beim letzten Mal gesagt. Hätten wir Amber noch, weil ich habe Amber in der letzten Episode weggehauen und genau dann komme ich daran vorbei. Eieiei, okay. Ja, lass mich da zu der Truhe. Ist das diesen Porter, den ich will? Ja, genau. Jetzt kann ich die Kraft einsetzen, Nebel vertreiben und einsetzen, aber. Ach nö. Reiche zum Freischalten die Stufe 6 des Burkus sogar. Das heißt, das geht gar nicht. Okay. Dem sei so. Das heißt, ich werde versuchen, hier noch die Sachen zu collecten. Hä, lag da was? Nein. Die Sachen zu collecten, solange wir noch Energie haben. Ja. Hier können wir ein bisschen Energie aufbauen. Ey. Zack, zack, zack. Na, noch sind sie nicht aggro auf mich. Das wundert mich ein bisschen. Gut, dann sammeln die Sachen alle so schnell ein. Zack.
Die haben mich entdeckt. Okay, das ist ja auch legitim. Steady as stone. 107 haben wir. Hier liegt nichts, ne? Ich finde diese Pflanzen auch cool. Hier, die so komisch leuchten. Was ist das denn? Achso, das ist die Turmspitze. Komme ich denn hier hoch, ohne dann runtergeschossen zu werden? Haben wir noch. Ja, ich würde gerne nochmal hinkommen. Also aufladen und zurückkommen. Da sehe ich leider nichts, oder? Ah. Vielleicht liegt hier noch etwas. Schnell rumlaufen, mal schauen. Vielleicht hat sich hier was versteckt. Warum leuchtet da alles blau und so? Ach so, okay, oder? Ha. Drehen. So, was ist die Frage? Sind das Linsen oder Spiegel? Naja, gut. Das würde ich aber ja auch erst nach diesen Events so ein bisschen in Angriff nehmen. Ja, Energie geht langsam runter. Gut. Das heißt, wir reisen hier wieder zurück. Heilen das Ding auf. Ach, gerade im Ladebild haben sie in der Mitte diesen Schlangending gezeigt. Ha. Also hatte ich recht gehabt mit diesem dreistückigen Medaillon oder Schmuckstück oder wie auch immer die das genannt hatten. So, was können wir denn damit machen? Gut, ist aufgeladen. Wir haben ja nichts collected. Gut. Jetzt müssen wir schon wieder in diese Richtung. Wir müssen halt hier rein landen, dann nach oben. Dann kommen wir so durch ein Portal ungefähr an diese Stelle raus. Das heißt, da kann ich halt weiter collecten. Ich versuche es diesmal von ganz oben. Hier hoch. Eigentlich hätte ich auch teleportieren können, aber ja gut. So nah wie möglich oder mit so wenig Energieverlust wie möglich in dieses Dings zu kommen. Ich will nicht wissen, in welche Richtung das zeigt. Naja. Oder ist das das Ding, was ich suche? Nein, das ist es nicht. Damit wir, sobald wir in dieser Region sind, einfach stören, alles collecten können und pflanzen. Ihr habt ja selbst gesehen, es gab nirgends irgendwelche Sachen, wo wir uns aufladen konnten. Bis auf die fliegenden Viecher, aber die zu collecten ist halt nicht gerade easy. Hier gibt es aber wirklich nirgendwo irgendwas, um dahin zu fliegen. Weil das ist halt ein bisschen schneller als das Gleiten. Na gut, dann müssen wir es halt so machen. Haben sie ziemlich klug gemacht. Okay, Ausdauer will ich auf jeden Fall bauen. Wir müssen ungefähr hier rein. Ausdauer, komm, komm. Und dann hopp. So, auf ein neues. 300 haben wir an Energie. Und dann hoffe ich, ich komme so schnell wie möglich in diese Blase rein. Natürlich wäre es halt noch besser, wenn wir so hoch sind und dann sofort in die Blase reinporten können. Aber das würde ich dann noch sehen. Oder? Habe ich richtig geguckt? Doch, das müsste das doch sein, oder? Kurzer Check. Ja, hier oben. Okay, den Porter kann ich jetzt wegmachen, weil den können wir ja leider nicht aktivieren. Also müssen wir in die Richtung. Ach, der. Ne, da ist die Blase, ich sehe sie. Das heißt, man kann sie von oben auch erreichen. Das hier. Zack. Das erspart uns auf jeden Fall eine Menge Zeit. Ach, das ist die gar nicht. Ach. Habe ich falsch geguckt? Nee. Jetzt sehe ich nämlich auf der Karte das Symbol da oben. Hätte ich vielleicht sogar noch erreichen können. Noch 230, ey. Hier sind wieder ein paar Kristalle.
Da unten sind Kristalle, unten sind noch Heilungsdinger. Kommt das Ding jetzt hoch? Nein, ich muss es von oben machen, ne? Na. Fertig. Ausdauer? Nein. Ausdauer fertig ich nicht. Sehr gut. Wir haben dann ungefähr, wie wir angekommen, ich schätze mal so 200 Punkte. Das geht ja noch. Vielleicht zum hier in der letzten Episode mit 0. Nur da hätte ich echt gehofft, dass man sich vielleicht irgendwo aufladen kann, immer so ein bisschen hin und her läuft, hier auflädt, die Sachen sammelt und so. Und dann wäre halt easy, aber vielleicht habe ich doch weniger als 200, weil es dauert doch länger als gedacht, da oben anzukommen. Na? 167. Iyeye. Aber vielleicht kann ich diesen Teleport aktivieren. Nein. Auch Stufe 6. Okay, wir müssen rushen. Hier. Schön in der Mitte stehen. Hier die Schoten. Zack, zack. Ach, hier ist so ein Ding. Achso, nee, wir müssen sowieso nach oben. So, zack. Zack. Ich hoffe, das ist genug. Ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht, was wir noch brauchen, außer diese komische dunkle Dinger hier. Wo muss ich denn hin? Ach so, Mist, in die falsche Richtung gelaufen. Sonst liegt hier nichts mehr, ne? 50 haben wir übrig. Wir kommen um meinen Kampf auf jeden Fall gleich nicht herum, nur ich will lieber erstmal die Türme erreichen. Nur noch 30. Zack. Nur noch 20. Zack. Zack. 8. Und 0. Ah, Mist. Die beiden hätte ich noch gern genommen, aber nicht so schlimm. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen. Das heißt, ich kann wahrscheinlich auch die anderen Türme. Ohne Ausdauer ein bisschen blöd. Ja, ich bin richtig. Ich kann vielleicht ohne, wie heißt das, zu kämpfen, schon mal die zwei anderen Türme ready machen. Hier über diese Kristalle. Wahrscheinlich brauchen wir bei den anderen beiden sehr viele Kristalle, aber wir hatten auch welche gesammelt. Also eigentlich sollte es ja reichen. Ich bin mal gespannt. Mehr Speed. So, den hatten wir ja schon bereits angeschaut. Kurz warten. Alle, hopp. Zack. Okay, die muss man nicht so krass freischalten. Welcher Dings dreht sich? Das mittlere, ne? Ja. Nein, nicht das Star Trek-Logo. Das könnte es sein, oder? Ja, das passt schon mal. Okay. Hier überall die ganzen Pflanzen. Zack. 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 Na komm schon. So. Ah, okay. Das reicht auf jeden Fall schon mal. So, das wird wahrscheinlich das unterste sein. Was ist das unterste? Ach so. Wie so eine Pflanze, keine Ahnung. Ach, das oberste. Okay, dann das oberste war Star Trek, ne? Ja. So, okay. Dann haben wir schon zwei der drei gedreht. Muss wohl gegen die beiden da kämpfen. Das wird ein bisschen länger dauern. Vielleicht nehme ich Essen wegen kritischen Schaden oder allgemein, um das ein bisschen zu beschleunigen natürlich. Was nehmen wir? Nehmen wir mal das hier. Angriff, okay. Verteidigung. Ja, Verteidigung wäre auch gar nicht mal so schlecht gegen diese Art von Gegnern. Sonst habe ich da nichts Besonderes, ne? Okay. Achso, Euler sollte man heilen vielleicht. Das hier. Zack, 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 zack. Und hier gerade gar nichts ready, aber naja, gut. Zack und BAM! So, deswegen hatte ich auch Lisa genommen, um zu gucken, wie sieht es denn mit Elektro aus. Oh, schmelzen. Gar nicht mal so schlecht. Schutzschild leider weg. Leider haben die keinen Schaden auf dem kassiert, weil die ein bisschen zu weit weg war. Ah. I condemn you. Dodge this. Ja,
Easy. Gut, dass er Feuer ist. Blöd ist, dass ich gar kein Wasser habe. Die sind halt dabei, einen Wassercharakter. Alter! Wieso gibt er mir so krass? Wie sagt er wieder so viel, ey? Holy! Gibt er mir gerade richtig voll die Schelle und. Ja. Die Ecke ist blöd. Ich glaube, ich konzentriere mich erstmal auf ihn. Zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, Schutzschild, zack, zack, Euler. Okay, Euler habe ich ein bisschen hochgeheilt. Ich weiß, in der letzten Episode, als wir gegen die gekämpft hatten, hatten wir dann sogar beide runtergekickt. Aber das war es nicht wert. Zack, zack. Ultis ready. Einfach alle Ultis. Alter. Nein, du sollst dich darauf konzentrieren, diese großen Flügel. Zack. Schutzschild. Vor allem, wenn er da runterfällt, ist es GG für mich. Na, komm schon. Schutzschild, jeden Moment. Zack. Ich komme leider nicht näher. Na gut, ich habe Ultis. Ich will erst alle Ultis ready haben. So, zack, zack. Zack, zack, okay. Noch eine Ulti ready. Ist der jetzt runtergefallen? Nein, der hängt an dieser Ecke. Das ist immer blöd, weil wenn die sich setzen, müsste ich es halt nochmal machen. Zack. Immer schön in Abwechslung. Immer abwechselnd die E-Attacke zwischen Euler und Chaos. Ich würde lieber den einen erstmal wegfinischen. Okay, machen wir das jetzt ein bisschen schneller. So, zack, zack. Zack, zack. Ulti, komm. Mach die Ulti ready. So. Schutzschild. Und jetzt einfach drauf hier. Alter, der baut sein Schutzschild immer so krass auf. Also so schnell halt auf, vor allem. Zack, zack. Es gibt Gründe, warum ich in diesen Fläche immer drin stehen bleibe, wenn ich ein Schutzschild habe. Nicht um mein Schutzschild zu zerstören und dann zu kassieren, sondern halt den Schaden zu verursachen. Weil wir haben Noelle auf Stufe, also hier diese Sternzeichen 5 von 6 hochgebracht mittlerweile. Und das macht 400% Schaden. Und der hat sich tatsächlich resettet. Oh. Ich hasse diese Ecke. Diese Wurzel hier stört, finde ich, extrem den Kampfflow. Ich brauche nicht mehr viel für die Elektrizität, damit ich Superleiter machen kann. Na komm schon. Zack, zack. 9 Sekunden noch. Zack, zack. Okay. Time to clean up. So, zack, zack, zack. Schutzschild. Zack, zack, zack. Der hat sich schon wieder um 400 geheilt, oder bin ich das? Ne, ich bin es. Ja, okay. Und zack, 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 zack. Das ist halt echt die Kombo, die den Unterschied machen. Du bist ein kleines. So. Hey, ich wollte smashen. Wieso wolltest du es nicht mehr smashen? Ah, na gut. Na komm schon. Komm schon. So. Oh, das ist bitter, ey. Das war richtig bitter. Dass er genau zweimal an so eine Mini-Kante irgendwie oder Mini-Schräge irgendwie hängen geblieben ist. Okay. So. 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 Ich muss den drinnen behalten. Ich will den nicht aus der Ulti kicken. Was leider passiert ist. So. Ja gut, Lisas Ulti hat auch das Problem, dass sie mittlerweile durch die Gebete, Wünsche, wie auch immer, dass die Ulti Gegner wegdrückt, tendenziell. Ja gut, dann muss ich es halt zweimal machen. Ich hatte den fast. Also hätte zwar noch eine Minute gedauert, aber besser als jetzt den wieder von 100 auf rund 0 runterzudrücken. Zack. Okay, ja.
Und hier die Combo und die Ulti von Euler natürlich. Zack. War nicht so schön, wie ich es gedacht hätte. Ulti von Noel jeden Moment auch ready, wenn es jetzt so weitergeht, meine Erfahrungspunkte. Aber scheinbar dauert es doch ein bisschen mehr. Ich glaube, wir haben für sie auch eh keine Items mit Aufladerate drin. Artefakte ist halt sowieso auch immer so eine Sache. Zack, zack. Zack, zack. Nochmal E. Okay, wir müssen jetzt im Moment auch ready haben. E. Schutzschild. Euler. Wieder E. Okay, ja. E. Euler. Ah, dauert noch ein bisschen. Ah, ne. Ich hab gar nicht geswitcht. Zack, zack. Mit Lisa in der Kombination. Ja. Ich sollte ein bisschen näher. Ah. Kann man vergessen so. Uff. Mein Finger tut langsam weh, die ganze Zeit zu smashen hier. Ey, das solltest du nicht machen. Jetzt hast du mich komplett aus dem Flow gebracht. Bam! Dass er mal sich so leicht wegdrängt, das ist ein bisschen nervig. Machen wir es so, jetzt mit ihr die Ulti. Zack, 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 Schutzschild. Zack, 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 zack. Es ist... Hier, diese Viecher sind schon stark, aber man muss sagen, wir haben ja die Weltstufe ja vor einiger Zeit von 4 auf 5 erhöht. Und man merkt das gerade, wie viel stärker die Gegner sind. So, wir brauchen unbedingt die Masken, damit wir sehr viel stärker werden können. Nur die droppen so selten. Und können dementsprechend die hier, die Gebete nicht richtig machen. Ich muss gleich nochmal gucken, wie das Ding genau hieß. Das waren nicht Gebete. Gebete sind auch immer die Charaktere zu holen. Zack, zack, zack. Und zack. Weh, du resettest dich wieder. Weh, du bleibst auf irgendeine Ecke wieder hängen. Das wäre nämlich wieder bitter. Zack. Und. Krieg ich den so weggeschoben? Nee. Irgendwie nicht, ne? Hier, komm, mach die Ulti ready, damit ich sie viel später hab. Na, Schutzschild hat nicht so viel Schaden gemacht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm, mach die Ulti drauf. In der Hoffnung, so ein bisschen wegzudrücken. Jetzt. Schon wieder so ein kleiner Vorsprung. Ich muss halt aufpassen, dass ich nicht runterfalle von dem. Ja, komm schon. Da fehlt nicht mehr viel. Mach ich die Ulti von Kea, Alter. Ich sehe auch gar nichts gerade. Tschö. Hüllenedelstein 1. Uff. Uff, Alter. Eins haben wir nur bekommen. Oder haben wir jetzt zwei vom anderen auch? Aber selbst dann nur zwei. Ein bisschen wenig. Wertvolle Truhe. So. Schauen wir uns das mal an. Wir haben 14. Ach, okay. Ich dachte schon, dass wir aus irgendwelchen unbekannten Gründen nichts bekommen haben. Oder im Verhältnis nichts bekommen haben. Weil so lange gekämpft, ey. Das ist echt, Genau, das ist, was ich gucken wollte. Wovon ich gesprochen hatte, waren hier... Ach, Talenten, so hießen die. Weil die sind gar nicht mal so schlecht. Und die brauchen halt alle dieselben Sachen oder halt die Masken und so weiter. Hier. Na gut, das kriegen wir in Encarnomia eher weniger. Das war der Plan, den wir halt vorher verfolgt hatten. Aber dann kamen halt Events. Und die Events halt haben ja immer die Mission, die nur so temporär da sind für eine kurze Zeit. Und deswegen macht es halt wirklich Sinn, die Events zu machen. Ich meine, ich habe nicht umsonst über 400 Folgen hinter mir an Genshin Impact. Zwischendurch natürlich auch gefarmt und so, aber hauptsächlich wegen, wegen den Eventsachen. Was brauchen wir als zweites Symbol? Das da. So. Nein, Star Trek nicht, warte. Das hier. Warte, ich habe mich vertan irgendwo. Ach, ich habe mich echt vertan. Oben Star Trek, Mitte das, unten kommt diese Pflanze. Wieso habe ich diese Spirale drin?
Okay, habe ich einmal nicht aufgepasst. Zack, 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 zack. Nee, das war das... Ah, ich erinnere mich. Ich habe doch dieses eine Ding noch nicht freigeschaltet. Wieso klettere ich wieder hier hin? So, das hier müssen wir doch noch freischalten. Das wird doch schön gehighlightet als Missionsziel und ich ignoriere es einfach. So. Nein, das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist es. So, jetzt müssen wir schnell hochklettern und das oben deaktivieren. Jetzt weiß ich nicht, ob wir das ohne Energie machen können. Dass ich dann halt sozusagen nochmal hinreisen muss und das Ding freischalten muss. Kurzen Augenblick warten. Ausdauer sollten wir lieber sehr weit nach oben drücken lassen. Und zack, das reicht mir schon. Ach, die Musik gerade. Erinnert mich an Borderlands. Pre-Sequel. So, das Hauptmenü. Sound. Jetzt nicht mehr. Na. Ich bin bei diesen Kanten immer extra vorsichtig. Das ist es. Wir müssen das Ding doch freischalten. Naja, gut. Ich schätze mal, das wird dann für die nächste Episode sein. Deswegen empfehle ich euch, ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr keine weitere Folge mehr verpassen und ihr supportet mich aktiv am besten auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ebenfalls verlinkt sind, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.